Also was tust du, wenn Gott dich nicht auswählt? Du vertraust ihm. Du sagst, Gott, ich weiß, dass du niemals etwas tun wirst, es sei denn, es dient zu meinem Besten. Ich bin nicht hier, Gott, um zu bekommen, was ich will. Ich bin da für das, was du willst. Ich bin ein Mensch der Worte. Worte haben mein Leben verändert. Sie haben mich verändert. Und sie werden auch dich verändern. Das Wort ist die absolute Wahrheit Gottes. In Johannes 8 steht, wenn ihr in meinem Wort bleibt, werdet ihr die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Amen. Wie viele von euch lieben das Wort? Wie viele haben sich entschieden, egal was passiert, am Wort festzuhalten? Amen. Warum setzt ihr euch nicht? Wir werden heute Abend etwas im Wort bleiben. Ich denke, ihr habt bereits eine Menge aus der Bibel gehört, aber wir werden noch ein bisschen mehr haben. Hey Ladies, wusstet ihr, dass sie in New York City einen neuen Laden haben? Hat jemand von dem neuen Laden in New York City gehört? Er heißt der Ehemannladen. Ihr könnt dorthin gehen und nach einem Ehemann suchen. Es gibt 6 Stockwerke in diesem Laden. Man kann jedes Stockwerk jedoch nur einmal besuchen. Und mit jedem Stockwerk, das man höher geht, steigt der Wert. Ihr könnt jeden Artikel von einem beliebigen Stockwerk wählen. Aber ihr könnt hochgehen, jedoch nicht weiter heruntergehen. Es gab eine Frau, die zum Ehemannladen ging, um sich einen Ehemann zu suchen. Im ersten Stockwerk lautete das Schild an der Tür, diese Männer haben Jobs. Das klang gut, diese Männer haben Jobs. Stockwerk 2 sagte, diese Männer haben Jobs und lieben Kinder. Stockwerk Nummer 3 sagte, diese Männer haben Jobs, lieben Kinder und sind extrem gut aussehend. Wow, dachte sie, das klingt ziemlich gut, aber ich fühle mich gezwungen, zum nächsten Stockwerk zu gehen. Sie geht also zum 4. Stockwerk und das Schild liest, diese Männer haben Jobs, lieben Kinder, sind umwerfend gut aussehend und helfen im Haushalt. Oh mein Gott, sagte sie, ich kann es kaum aushalten. Trotzdem sagte sie, ich muss weitermachen. Sie ging zum 5. Stock. Diese Männer haben Jobs, lieben Kinder, sind atemberaubend schön, helfen im Haushalt und haben eine sehr starke romantische Ader. Sie konnte es nicht aushalten. Sie beschloss, sie müsse einfach herausfinden, was im 6. Stock war. Im 6. Stock sagte man ihr, sie sind Besucher 31.456.000 auf diesem Stockwerk. Es gibt keine Männer auf diesem Stockwerk. Es existiert einzig als Beweis dafür, dass Frauen unmöglich zufriedenzustellen sind. Amen, 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 Amen. In Ordnung. Wollt ihr noch einen? Wollt ihr noch einen kleinen Spaß, bevor ich anfange? Vielleicht ist es nicht so lustig, wir werden sehen. 9 Wörter, die Frauen benutzen und die Männer wirklich verstehen müssen. Das erste ist in Ordnung. Wie viele von euch Damen können es sagen? In Ordnung. Das ist das Wort, das Frauen benutzen, um einen Streit zu beenden, wenn sie Recht haben und du einfach aufhören musst zu reden. In Ordnung. 5 Minuten. Wenn sie sich anzieht, bedeutet das eine halbe Stunde. 5 Minuten sind nur wirklich 5 Minuten, wenn du gerade 5 weitere Minuten bekommen hast, um das Spiel zu Ende zu schauen, bevor du beim Haushalt helfen sollst. Das nächste Wort, ein sehr wichtiges Wort, nichts. Was ist los, Liebling? Nichts. Das ist die Ruhe vor dem Sturm.
Dieses Wort nichts bedeutet etwas, und du solltest auf der Hut sein. Streitigkeiten, die mit nichts beginnen, enden fast immer mit in Ordnung. Mach nur. Das ist eine Herausforderung, keine Erlaubnis. Tu es nicht. Ein lautes Seufzen. Das ist eigentlich ein Wort, aber es ist eine nonverbale Aussage, die oft von Männern missverstanden wird. Ein lautes Seufzen bedeutet, dass sie denkt, du bist ein Idiot und fragt sich, warum sie ihre Zeit verschwendet, hier mit dir über nichts zu streiten. Für die Bedeutung von nichts siehe Nummer 3. Nummer 6, das ist okay. Das ist okay. Das ist eine der gefährlichsten Aussagen, die eine Frau einem Mann gegenüber machen kann. Dieses okay bedeutet, dass sie lange und hart darüber nachdenken will, wie du für deinen Fehler bezahlen wirst. Dann danke. Wenn eine Frau dir dankt, stelle keine Fragen, denke nicht nach, sag einfach bitte. Ich möchte hier allerdings eine Klausel hinzufügen. Das gilt es sei denn, sie sagt vielen Dank. Das ist reiner Sarkasmus und sie dankt dir überhaupt nicht. Sag nicht bitte. Denn wenn du es tust, würde das ein wie auch immer nach sich ziehen. Und wie auch immer ist eine Art einer Frau zu sagen, was auch immer passiert, ich werde nicht glücklich sein. Nummer 9. Mach dir keine Sorgen, ich kümmere mich darum. Mach dir einfach keine Sorgen, ich kümmere mich darum. Das ist eine weitere sehr gefährliche Aussage, die bedeutet, dass es etwas gibt, das eine Frau einem Mann nun schon mehrere Male gesagt hat, das zu tun, es aber jetzt selber macht, weil er sie nie getan hat. Das wird später dazu führen, dass ein Mann fragt, Liebling, was ist los? Für die Antwort der Frau siehe Nummer 3, die nichts lautet. Amen. Es ist gut, im Haus Gottes zu lachen. Amen. Nun, ich möchte allen danken, dass ihr mich hier habt. Ich war vor 2 oder 3, ich weiß nicht, einigen Jahren schon einmal hier. Aber der Pastor ist hartnäckig. Er bleibt so lange dran, bis er bekommt, was er will. Amen. Ich möchte heute Abend mit euch darüber sprechen, was zu tun ist, wenn Gott dich nicht auswählt. Was tun, wenn Gott dich nicht auswählt? Nun, im Psalm 37, Verse 1 bis 3, über die ich in letzter Zeit viel gepredigt habe, sagt die Bibel, ereifere dich nicht wegen der Bösewichter, denn sie werden schnell wie das Gras abgeschnitten. Das bedeutet nicht, dass wir uns darüber freuen sollen, dass sie abgeschnitten werden. Ich wollte das nur mal so in den Raum werfen. Es prophezeit einfach, was den Übeltätern widerfahren wird, wenn sie sich nicht umkehren. Im Endeffekt, wenn du Gott liebst und nach seinem Zweck berufen bist, können die Leute dich nicht wirklich, sie können dich vielleicht vorübergehend ausnutzen oder schlecht behandeln. Aber früher oder später wird Gott es ihnen wegnehmen. Und wenn er es durch 1000 Leute bringen muss, wird er es dir vielfach vermehrt zurückbringen. Amen. Psalm 37, Vers 3 sagt, vertraue auf den Herrn und tue Gutes. Er sagt nicht nur, vertraue auf den Herrn. Er sagt, vertraue auf den Herrn und tue Gutes. 2 völlig unterschiedliche Dinge. Ich liebe diesen Vers, denn ich denke, dass die Leute oft den zweiten Teil vergessen. Nun, ich vertraue auf Gott. Ja, und was tust du?
Wir müssen Gott vertrauen und Gutes tun. Ich denke, Gutes tun hat zwei verschiedene Aspekte. Ich denke, Gutes tun bedeutet, Gott gehorsam zu sein, zu tun, was du glaubst, dass er dir sagt. Ich denke auch, dass Gutes tun einfach bedeutet, gut zu den Menschen zu sein. Ihr wisst, dass Christen gut zu anderen Menschen sein sollen. Wir sollen ermutigen und erbauen, Menschen hochheben, ihnen ein Lächeln schenken, Menschen glücklich machen, Menschen helfen und manchen von unserem Geld geben, wenn sie etwas von unserem Geld brauchen. Kommt schon. Ich denke immer noch, dass wir einen langen Weg vor uns haben, um zu lernen, was ich für eines der größten geistlichen Geheimnisse in der Bibel halte. Und das ist, dass du das Böse mit Gutem überwindest. Ich sagte, du überwindest das Böse mit Gutem. Wer auch immer es ist, auf den du wegen dem, was sie dir angetan haben, wütend bist, du schadest ihnen überhaupt nicht, du schadest nur dir selbst. Ich sagte, du schadest ihnen überhaupt nicht, du schadest nur dir selbst. Warum verbringst du dein Leben, auf jemanden wütend zu sein, der sich eine gute Zeit macht und es nicht kümmert, dass du verärgert bist? Wenn du Gott vertraust und Gutes tust, ist das Beste, was du tun kannst, wenn du verletzt bist, ein Segen für jemand anderen zu sein. Kommt schon, ich sagte, das Beste, was du tun kannst, wenn du verletzt bist, ist ein Segen für jemand anderen zu sein. Ärgere dich nicht selbst wegen der Übeltäter, denn am Ende werden sie, oder bald, wie das Gras abgeschnitten. Vertraue auf den Herrn und tue Gutes. Wisst ihr, Gott hat nicht für jeden den gleichen Plan. Er hat für jeden einen guten Plan. Aber er hat nicht für jeden den gleichen Plan. Es scheint, als könnten zwei Personen genau dasselbe richtig machen. Eine Person gehorcht Gott und diese Person gehorcht Gott. Und diese Person scheint eine Art von Belohnung oder Antwort von Gott zu bekommen und diese andere Person scheint eine völlig andere Antwort von Gott zu bekommen. Denken wir einen Moment an Noah. In Genesis 9, Vers 12 bis 13 sehen wir, dass nachdem Noah Gott gehorcht hatte und die Arche gebaut hatte und die Arche ging und alles tat, was Gott ihn bat zu tun, und als er herauskam, gab Gott ihm ein Zeichen, um einen neuen Bund mit ihm zu besiegeln, dass er die Erde nie wieder mit Wasser zerstören würde. Und dieses Zeichen, das er ihm gab, war ein Regenbogen. Ich bin mir sicher, dass er nach dieser langen Zeit in der Eiche mit all diesen, ich kann mir nicht einmal vorstellen, wie das gerochen hat. Stellt euch das mal vor. Ich bin mir sicher, dass er einen Regenbogen gebraucht hat. Und einige von euch könnten jetzt auch einen Regenbogen gebrauchen. Weißt du, ich habe noch nie jemandem sagen hören, oh, schau dir diesen dummen Regenbogen an. Ich meine, jeder mag einen Regenbogen. Und Junge, wenn wir einen doppelten Regenbogen bekommen, nun schau dir diesen doppelten Regenbogen an. Einige von euch sind wie, ja, ich bin völlig für einen doppelten Regenbogen. Aber was ist, wenn Gott dir keinen Regenbogen gibt? Was ist, wenn er dir gibt, was er Abraham gab? Abraham war auch ein Mann, der Gott gehorchte, viele Opfer brachte. Genesis 12 sagt, dass Gott ihn aufforderte, sein Zuhause und seine Familie und alles, was ihm anvertraut war, zu verlassen und an einen Ort zu gehen, den ich dir zeigen werde. Gott hat ihm nicht einmal gesagt, wohin er gehen soll. Ich meine, wirklich Gott? Du willst, dass ich alles hinter mir lasse und ich habe nicht einmal ein kleines bisschen Beweis, was als nächstes passieren wird? Wie viele von euch hassen es, wenn Gott euch sagt, ihr sollt dies loslassen? Aber er wird nicht. Hat das schon mal jemand gesagt? Ich fühle mich einfach auseinandergerissen. Aber die Sache ist so, wenn du versuchst, dies festzuhalten, während du versuchst, das zu ergreifen, musst du was? Loslassen? Und dich vollständig Gott anvertrauen. Das ist beängstigend. Aber Menschen, die bereit sind, das zu tun, sind wirklich diejenigen, die die Welt verändern.
Nachdem Abraham getan hatte, was Gott ihm sagte, und eigentlich möchte ich, dass wir Genesis 12, die ersten drei Verse lesen, weil es eigentlich wirklich sehr aufregend ist, was Gott zu ihm sagte. Nun sprach der Herr zu Abraham in Haran: Geh aus deinem Land, von deinen Verwandten und aus dem Haus deines Vaters in das Land, das ich dir zeigen werde. Er bittet ihn, eine sehr schwere Sache zu tun, aber er sagte, das ist zu deinem Besten. Wisst ihr, wenn Gott uns bittet, schwere Dinge zu tun, ist es nicht, weil er einfach zurücklehnen und uns leiden sehen will. Es ist immer zu unserem Besten. Ich sagte, es ist immer. 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 Zu unserem Besten. Ich werde dich zu einer großen Nation machen. Und ich werde dich mit einem Überfluss an Segen segnen und ich werde deinen Namen berühmt und ausgezeichnet machen und du wirst ein Segen sein, Gutes an anderen verteilen. Klingt das nicht gut? Ich denke, das klingt wirklich gut. Abraham sagt so viel wie, oh, das könnte wirklich gut ausgehen. Ich werde die segnen, die dich segnen, die dir Wohlstand oder Glück schenken. Und ich werde den verfluchen, der dich verflucht und unverschämte Sprache gegen dich verwendet. Und durch dich sollen alle Familien der Erde gesegnet werden. In Ordnung. Jetzt ist Gott bereit, seinen Bund, seine Vereinbarung mit Abraham zu besiegeln. Wenn wir in Genesis 17 schauen, nur ein paar Seiten weiter, beginnen mit Vers 9. Und Gott sprach zu Abraham: Du sollst daher meinen Bund halten, du und deine Nachkommen nach dir, von Generation zu Generation. Und das ist mein Bund, den ihr halten sollt, zwischen mir und dir und deiner Nachkommenschaft nach dir. Jeder Männliche unter euch soll beschnitten werden. Und ihr sollt das Fleisch eurer Vorhaut beschneiden und es soll ein Zeichen oder ein Symbol des Bundes, des Versprechens, der Verpflichtung zwischen mir und dir sein. Wer unter euch 8 Tage alt ist, soll beschnitten werden. Jeder Männliche in eurer Generation, ob in deinem Haus geboren oder mit deinem Geld gekauft. Von jedem Fremden, der nicht deiner Nachkommenschaft angehört. Er fährt fort und fort und fort. Jeder musste beschnitten werden. Beschneiden bedeutet ein Wegschneiden des Fleisches. Jetzt möchte ich wissen, warum bekam Noah einen Regenbogen und Abraham eine Beschneidung? Das gefällt mir nicht. Gott, das ist einfach nicht fair. Hallo, Ladies. Das ist einfach nicht fair. Ich habe so lange an dich geglaubt, Gott, um zu heiraten. Und sie war schon 3-mal verheiratet. Du sagst es vielleicht nicht laut, aber du denkst, und sie ist bei weitem nicht so gottesfürchtig wie ich. Wir kommen einfach nicht gut mit der Fairness zurecht. Aber ich kann euch sagen, je größer Gott dich gebrauchen wird, versteht mich nicht falsch, Gott hat Noah benutzt. Er war ein großartiger Mann Gottes und Gott hat ihn wirklich benutzt, aber Abraham wurde auf viel größere Weise verwendet. Noah bekam den Regenbogen. Er erledigte seine Arbeit. Hier, hab ein Geschenk. Aber Abraham hatte einige Sachen. Hat irgendjemand irgendwelche Sachen? Er hatte einige Sachen, die abgeschnitten werden mussten. Kommt schon. Weil Gott einen größeren Plan für ihn hatte. Ich habe einmal beim Herrn gemurrt, wie es mir schien, dass er mich einfach kaum etwas machen ließ. Und du bist immer,
Du kannst dies nicht tun und du kannst das nicht tun und du kannst dies nicht tun und du kannst das nicht tun. Ich sah andere Leute, Leute im Dienst, diese Dinge tun, Leute, die Gott dienen, diese Dinge tun. Aber ich bin wie, ich verstehe nicht Gott. Das ist, was der Herr zu mir sagte, und vielleicht muss jemand hier heute Abend das hören. Schau, Joyce, du hast mich um vieles gebeten. Willst du es oder nicht? Hast du Gott um vieles gebeten? Ich frage mich, wer hier drin gesagt hat, Gott, benutze mich, um die Welt zu verändern. Oh, Liebling, 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 Liebling. Lass Mama dir einen Rat geben. Benutze mich, um Leben zu verändern. Oder wie wäre es mit diesem Jesus? Ich möchte genau wie du sein. Oh, meine Güte. Ich ergebe mich ganz. Oh, wir lieben es, in der Kirche Gänsehaut zu bekommen. Herr, erbarme dich. Ihr müsst hier heute Abend etwas mitnehmen, das ihr mit nach Hause nehmen könnt, denn die Wahrheit ist, ihr müsst nach Hause gehen. Ich kann euch nicht versprechen, dass irgendeine Hässlichkeit zu Hause besser aussehen wird, wenn ihr zurückkommt, als ihr es tat, als ihr sie verlassen habt. Aber ich kann euch versprechen, dass ihr anders sein könnt. Ihr könnt anders sein. In Genesis 12, als Gott Abraham all diese großartigen Dinge vorlas, nun, ich werde deinen Namen berühmt machen und du wirst reich sein und du wirst dies und das haben und du wirst Gunst haben und du wirst schließlich ein Segen für alles sein. Für mich war es so, als ob man rausgeht und ein Puzzle kauft. Wir kaufen es immer basierend auf dem Bild auf der Schachtel. Kommt schon. 6000 Teile Puzzle. Seht, ihr seid schlau, ihr wisst, wo ich hin will. Und Junge, das ist wirklich hübsch. Toll. Du nimmst diesen Kerl mit nach Hause und holst deinen Puzzletisch raus. Mann. Was habe ich getan? Wir beginnen mit dem einfachen Zeug. Wir holen alle Teile mit geraden Kanten. Komm schon, lasst uns mit dem einfachen Zeug beginnen. Lasst uns das einfache Zeug machen, bis ihr alle Teile mit geraden Kanten habt. Und jetzt habt ihr diese Umrandung. Ihr habt immer noch nicht wirklich etwas, aber... Dann ist es so, als gäbe es, ich weiß nicht, 1000 blaue Teile. 1000 blaue Teile von blauem Himmel. Nach etwa 3 Wochen habt ihr so die Nase voll davon, blauen Himmel zusammenzusetzen. Kommt schon, haben wir jetzt Leute hier drinnen. Ihr habt genug von blauem Himmel. Und ihr seid wie, ich kann nicht mehr dasselbe machen, Gott. Immer und immer und immer wieder. Dann geht ihr vielleicht zum grünen Gras. Davon gibt es 2000 Teile. Ein Traum wird durch viel Geschäft und schmerzhafte Anstrengung wahr. Das ist Prediger, ich erfinde das nicht. Und schmerzhafte Anstrengung. Keiner von uns hat die Zeit, dass ich hier stehe und euch erzähle, was es gebraucht hat, um von dort, wo ich angefangen habe, zu da, wo ich jetzt bin. Ich habe nicht mehr so viel Zeit zu leben, um euch das zu erzählen. Niemand weiß wirklich, außer dir und Gott, was es dich kostet,
wenn du voll und ganz den Willen Gottes tun willst. Denn du wirst beurteilt und kritisiert. Und die Leute werden dich nicht verstehen. Und die Leute werden eifersüchtig auf dich sein. Und sie werden dich kritisieren. Und du wirst enttäuscht sein. Und manchmal wirst du von Gott enttäuscht sein. Und es wird alle möglichen Dinge geben, die, wenn man sie natürlich betrachtet, nicht fair sein werden. Und du möchtest einfach einen Regenbogen. Aber du bekommst immer wieder eine Beschneidung. Denn, weißt du, es war nicht nur Abraham, der beschnitten wurde. Alle Männer mussten beschnitten werden. Ich denke, dass er wahrscheinlich kein sehr beliebter Kerl war. Manchmal müssen sogar die Leute, die mit dir arbeiten und um dich herum sind und dir helfen und was immer Gott dich gerufen hat zu tun, dann müssen alle beschnitten werden. Manchmal wartest du einfach und wartest und wartest und wartest und wartest. Du bist einfach wie Gott, ich weiß, ich bin bereit, ich weiß, ich bin bereit. Einmal hat mir der Herr gesagt, er sagte, ja, du bist bereit, aber er sagte, all die Leute, die du brauchst, um dir zu helfen, sind es nicht. Also musst du still sein und auf sie warten. Du kannst es nicht alleine machen. Und dann gibt es, weißt du, diese Teile, wenn du einfach fertig bist und du bist, das kommt da rein. Es ist mir egal, ob es passt oder nicht. Ihr wisst, was ich euch sagen will, oder? Manchmal gibt es diese Teile in deinem Leben, die einfach keinen Sinn machen. Und du kannst keinen Platz dafür finden. Du kannst keinen Platz in dem Bild finden, von dem du fühlst, dass Gott es dir gezeigt hat. Das Bild auf der Schachtel. Du kannst nirgendwo einen Platz für dieses Teil finden. Es macht keinen Sinn. Warum, Gott? Warum? Du musst dieses Teil einfach beiseite legen und über dieses Teil beten. Ladies, wir leben das Leben vorwärts, aber wir verstehen es rückwärts. Wir verstehen nicht alles, was uns passiert, nicht wahr? Aber es wird passen. Römer 8, 28. Hör zu, alle Dinge wirken zusammen. Das einzelne Ding mag nicht gut sein, aber wenn du sie alle zusammen bekommst und siehst, wir warten immer noch, einige von uns darauf, dass einige der Dinge zusammenkommen. Amen. Ich möchte euch aus Erfahrung und dem, was ich aus dem Wort Gottes weiß, sagen. Und ich weiß, dass die Leute versuchen, euch mit diesem Zeug die ganze Zeit aufzumuntern. Aber ich meine es mit aller Aufrichtigkeit. Gott ist treu. Und was du jetzt nicht verstehst, kannst du später verstehen. Du magst es vielleicht nie verstehen. Aber nur weil es weh tut, bedeutet das nicht, dass es schlecht ist. Nur weil es weh tut, bedeutet das nicht, dass es nicht Gott ist. Die Amplified Bible spricht in den Sprüchen über geheiligte Erfahrungen, die wir mit Gott machen. Es gibt Dinge, die wir durchmachen, die schlecht aussehen mögen, aber sie sind von Gott für unser spirituelles Wachstum und unseren Charakteraufbau sowie die Prüfung unseres Glaubens geheiligt worden. Lasst mich euch etwas sagen. Wir können in der Kirche so viel schreien und jubeln, wie wir wollen, aber wir wissen nicht, was wir glauben, bis es geprüft wird. Du weißt nicht, was du glaubst, bis es geprüft wird. Diese Prüfungen sind wichtig, weil sie den Teufel an seinen Platz setzen und uns Vertrauen geben und uns stark machen. Sie machen uns stark.
Wenn wir nicht bekommen, was wir wollen, und jemand anderes bekommt, was wir wollen. Oh, Liebling. Das ist hart. Eine der Arten, wie Gott mit uns umgeht, glaubt es oder nicht, ist, dass er jemand anderem das gibt, was wir wollen, und uns zuschauen lässt. Und uns dann sagt, dass wir glücklich für sich sein müssen. Das ist der Killer, genau da. Ich werde euch ein paar Geschichten erzählen, um es für uns alle praktisch zu machen. Jetzt ist es so lustig, wenn ich darüber nachdenke. In den 70er und 80ern war ein Pelzmantel wie ein großes Statussymbol. Wenn du mit deinem Pelzmantel in die Kirche marschieren und dich in die Pelzmantelreihe setzen konntest. Nicht wahr? Wenn du reinkommen und dich in die Pelzmantelreihe mit all den anderen Pelzmänteln setzen konntest, das bewies, dass du wusstest, wie man Gott für Sachen glaubt. Mein Glaube funktionierte. Siehst du diesen Pelzmantel? Gott, Herr, hilf uns. Ich meine, ich habe Gott um einen Pelzmantel gebeten. Ich habe das Ganze mit der vierten Dimension gemacht. Ich habe es gesehen. Ich kannte die Farbe. Ich meine, die vier Mauern des Glaubens. Ich hatte sie. Ich habe es beansprucht. Ich habe es benannt, es gesehen. Ich habe darüber geglaubt. Eines Tages klingelte meine Türklingel und es war ein Mädchen, das ich mit der Liebe des Herrn liebte. Aber ich mochte sie nicht. Tatsächlich hat sie mich zum Wahnsinn getrieben. Ich liebe dich mit der Liebe des Herrn. Was auch immer das ist, ich versuche immer noch herauszufinden, was das ist. Sie hatte diese riesige Box. Sie war so aufgeregt, sie sagte, du wirst nicht glauben, was mir jemand geschenkt hat. In meinem Haus. Sie brachte es zu meinem Haus. Mein Pelzmantel. Jemand schenkte ihr einen Pelzmantel und sie war bei weitem nicht so spirituell wie ich. Ich habe sogar den 10. von meinem Geburtstagsgeld gegeben. So spirituell war ich. Ich habe gefastet, bis ich fast gestorben bin. Ich meine, ihr versteht, ich war Miss Ministry spirituell. Jetzt dachte ich ehrlich, sie hätten es an das falsche Haus geliefert, denn sie wohnte neben mir. Also, ich sage euch, als ich diese Box sah, als ich diesen Mantel sah, alles. Ich meine, ich war wütend auf sie. Ich war wütend auf Gott. Ich war einfach wie Eifersucht und Wut und Groll. Kommt schon. Lobt den Herrn. Oh ja, das ist wirklich hübsch. Ich denke, Gott, wenn du sie nicht hier rausbringst, werde ich sie umbringen. Du musst sie wegschicken. Aber seht, hier ist die Sache. Ich bin wie, oh Gott, ich möchte überall auf der Welt das Evangelium jedem Geschöpf predigen. Ich möchte wie du sein, Jesus. Und also war das Letzte, was ich brauchte, ein Pelzmantel. Das war das Letzte, was ich auf Erden und auf dem Planeten brauchte. Was ich brauchte, war Beschneidung. Und Beschneidung. Und ich brauchte, dass Gott mit mir umgeht. Und ich musste den Neid loswerden. Und ich musste den Groll loswerden. Und ich musste die richtigen Motive haben. Wir wollen, dass Gott an unserem Äußeren arbeitet und er möchte an unserem Inneren arbeiten. Wenn das Innere in Ordnung kommt, wird es sich nach außen zeigen und all diese Dinge werden euch hinzugefügt werden. Well,
Nun, ich hatte neulich eine Art kleine Erleuchtung. Denn ich habe endlich einen Pelzmantel bekommen. Tatsächlich mehr als einen. Die Leute haben mir Pelzmäntel geschenkt, also hatte ich Pelzmäntel. Aber der einzige, den ich behalten habe, hängt im Keller in einem Schrank. Die Leute tragen sie nicht einmal mehr. Er hing irgendwie schief auf dem Kleiderbügel, was ihn wirklich erbärmlich aussehen ließ. Die Kellertür, wo wir ein paar zusätzliche Sachen aufbewahren, war offen und ich sah diesen Pelzmantel in der Ecke hängen, irgendwie im Dunkeln schief am Bügel und ich dachte, es brachte all die Dummheit und Kindischkeit zurück von dem, was ich damals für wichtig hielt, was überhaupt nicht wichtig war. Aber ich musste das Leben leben, um dann zurückzublicken und zu sehen, wie völlig lächerlich es war. Kommt schon, gebt Gott ein großes Lob. Seht, das Pelzmantelstück des Puzzles. Als meine Freundin meinen Pelzmantel bekam und sie bei weitem nicht so spirituell wie ich war, das verstand ich nicht. Also musste ich es irgendwo zur Seite legen. Eigentlich, meine ich, habe es vorher verstanden, aber wenn nichts anderes, letzte Woche, als ich in den Schrank schaute, Mann, dieses Stück fiel genau an seinen Platz. Es war wie, oh ja, Gott, du hast es ihr absichtlich gegeben und mich zusehen lassen, weil du etwas in mir bearbeiten wolltest, das herauskommen musste, damit ich heute hier sein kann. Kommt schon jetzt! Ihr habt Gott um viel gebeten, wollt ihr es oder nicht? Ich sagte, ihr habt Gott um viel gebeten, wollt ihr es oder nicht? Dann werden nicht alle Tage Regenbogentage für euch sein. Der Apostel Johannes hatte ein netteres Wort dafür. Er nannte es Beschneidung. In Johannes 15. Wenn ihr keine Frucht bringt, werdet ihr beschnitten, abgeschnitten, gestutzt. Und wenn ihr Frucht bringt, werdet ihr beschnitten, damit ihr reichere und vorzüglichere Frucht bringt. Ich habe die Offenbarung früh in meinem Glaubensweg mit Gott bekommen. Beschnitten, wenn du es tust. Und beschnitten, wenn du es nicht tust. Wir könnten genauso gut nach der Version fragen, die uns letztlich irgendwo auf der Linie Gutes tut. Amen. Vertraut Gott und tut Gutes. Eure Kirche hat seit 10 Jahren 200 Leute und ein neuer Typ kommt in die Stadt und hat in 4 Monaten 1000 Leute. Ihr bleibt stecken, neben ihm beim Leiter Mittagessen zu sitzen, wo er die ganze Zeit damit verbringt, euch alles über seine Kirche zu erzählen. Lobt den Herrn. Dann, wenn ihr geht, sagt Gott euch, ihm eine großzügige Spende zu senden, um beim Bau des Überlaufraums zu helfen, den er jetzt bauen muss, weil seine Kirche so schnell wächst. Alles in euch sagt, oh, Gott, hast du mich? Wenn ihr Gott gehorcht, wenn es so weh tut, dass ihr das Gefühl habt, ihr könnt es einfach nicht ertragen. Ich sagte, wenn ihr Gott gehorcht, wenn es so weh tut, dass ihr das Gefühl habt, ihr könnt es einfach nicht ertragen. Dann werdet ihr gefährlich für den Teufel. Amen. Der Schmerz dauert nicht ewig.
Ich sage euch, wenn ich zurückblicke auf das, was ich durchgemacht habe, oh mein Gott. Ich meine, ich wurde von meinem Vater missbraucht und ich meine, wenn ihr von Dysfunktion sprecht, ich war die Königin der Dysfunktion. Nun, es ist eine zu lange Geschichte, um sie jetzt anzufangen. Aber wenn ich zurückblicke auf alles, was ich durchgemacht habe, und ich bin jetzt so glücklich, ich bin so friedlich, ich bin so gesegnet, meine Kinder sind gerettet, mein Mann und ich, Dave ist hier, steh auf, Dave. Dave und ich sind fast 50 Jahre verheiratet. Yay! Dave war bei unzähligen Frauenversammlungen. Wir sind 48,5 Jahre verheiratet. Mann, ich sage euch, als wir zuerst verheiratet waren, wenn du auch nur versucht hast, mir etwas zu sagen, schoss Feuer aus meinen Augen. Jetzt wäre es nicht übertrieben zu sagen, dass ich eine unterwürfige Ehefrau bin, oder? Seht? Ich bin es. Dave weiß, wozu ich berufen bin, und er segnet mich dabei. Und es ist offensichtlich, dass ich eine Frau bin. Aber ich bin nicht seine Lehrerin. Ich bin seine Frau. Amen. Und das ist, wo Frauen verwirrt werden, wenn sie von Gott gebraucht werden wollen. Sie fangen an zu denken, jetzt sind sie die Lehrerin und der Boss von jedem, weil sie jetzt gesalbt sind. Amen. Einer der Hauptgründe, warum unser Dienst so eine Langlebigkeit hat und warum wir so vielen Menschen helfen können, ist, weil die Dinge hinter den Kulissen zu Hause, hinter verschlossenen Türen in Ordnung sind. Was passiert, wenn du dein Buch schreibst und es 25.000 Mal verkauft wird und ein Freund von dir eines schreibt, das dir nicht einmal gefällt und es verkauft sich 1,000,000 Mal? Dein Freund bekommt die Beförderung bei der Arbeit, die du wolltest und glaubst, dass du sie verdienst hast. Dein Freund verliert 30 Pfund, indem er spazieren geht und viel Wasser trinkt. Ich erinnere mich, dass mir ein Mädchen das einmal erzählte. Sie hat viel Gewicht verloren. Ich sagte, oh, wie hast du abgenommen? Sie sagte, ich habe einfach angefangen zu laufen und viel Wasser zu trinken. Ich könnte 4 Monate hungern und 2 Pfund verlieren. Nun, sie muss einfach einen schnellen Stoffwechsel haben und du fühlst, als wäre deine im Koma. Können wir ein für alle Mal anfangen, daran zu arbeiten, völlig frei zu sein von dem Wettbewerb untereinander und uns nicht mehr mit anderen zu vergleichen? Wir tun es in der Kirche über geistliche Gaben und alles andere Vorstellbare. Ich sollte im Chor singen, meine Stimme ist viel besser als deine. Es geht immer so weiter und weiter und weiter. Wisst ihr was? Wirklich, wenn man es genau betrachtet, was macht es für einen Unterschied, was wir tun, solange wir Gott dienen und für ihn leben? Ich gebe zu, ich habe jetzt ein paar Jahre auf dem Buckel. Und je länger man lebt, desto mehr erkennt man, wie dumm manches Zeug ist. Das ist ein großer Vorteil davon, eine Weile zu leben und ein bisschen älter zu werden. Denn dann kannst du zurückblicken und bis dahin ist dein Puzzle größtenteils zusammengesetzt. Es könnten ein paar Teile fehlen. Aber du hast den größten Teil davon. Du verstehst das meiste davon, weißt du? Es fügt sich zusammen, aber Junge, ich bin viel klüger, als ich es mit 42 und 50 war.
Und so viele Dinge, die mir damals so wichtig waren, bedeuten mir jetzt einfach nichts mehr. Amen. Wir werden uns entweder Gottes Geschäft widmen, oder was ist der Punkt? Wir werden eine Kehrtwende machen. Und anstatt Gott jeden Tag zu sagen, was er uns geben muss, um uns glücklich und gerettet zu halten, nun Gott, wenn ich keinen Durchbruch bekomme, glaube ich einfach nicht, dass ich durchhalten kann. Was wir tun werden ist, wir werden uns umdrehen und wir werden sagen, Gott, von jetzt an möchte ich wissen, was du willst. Ich möchte einfach nur wissen, was du willst und egal, was es kostet, ich möchte, dass du mir die Gnade gibst, dir gehorsam zu sein, weil ich dich liebe. Es gibt niemanden wie dich und ich kann auf eine ganze Menge anderer Dinge verzichten. Ich kann ohne einen Mann auskommen, ich kann ohne einen Pelzmantel auskommen, ich kann auf eine Beförderung verzichten, ich muss nicht im Chor singen, aber ich kann nicht ohne dich auskommen. Ich muss dich haben. Und nicht ein bisschen von dir, alles von dir. Amen. Gott, tue, was du in meinem Leben tun willst. Das ist mein Gebet. Gott, wenn du mich an den Altar binden musst, egal wie sehr ich strample und schreie, ich gebe hier und jetzt das Versprechen, ich möchte mit dir bis zum Ende gehen. Wenn ich versuche umzukehren, lass mich nicht. Dein Wille geschehe. Auf Erden wie im Himmel. Ich möchte nicht unfreundlich sein, aber ich möchte einfach sagen, dass ich es so satt habe. Egoistische, selbstzentrierte, jammernde Christen. Ah, das tat gut, das loszuwerden. Ich meine, ich war selbst einer. Gott weiß, wie lange. Und es ist einfach nicht schön. Vers 19. Aber das sagte er zu Petrus, um ihm zu zeigen, welchen Tod er sterben würde. Und dann sagte er zu ihm, folge mir. Jetzt Vers 20. Das ist so gut. Aber Petrus drehte sich um. Das ist Petrus' Reaktion auf das, was Jesus ihm gerade gesagt hatte. Aber Petrus drehte sich um und sah den Jünger, den Jesus liebte. Und das war Johannes. Und das ist das Buch Johannes, das Johannes geschrieben hat. Und Johannes bezieht sich in dem Buch, das er geschrieben hat, immer wieder auf sich selbst. Als den, den Jesus liebte. Jetzt weiß ich genug über Petrus' Persönlichkeit, weil ich sie habe, um zu wissen, dass er Johannes am liebsten die Lichter ausgenockt hätte. Petrus wendet sich sofort an Jesus und sagt, was ist mit Johannes? Es ist so, als würde er sagen, wird er auch leiden müssen? Kommt schon, ihr wisst manchmal, wenn wir nicht wirklich verrückt nach jemandem sind und wir durch eine schwere Zeit gehen und sie es leicht haben. Junge, ist das ärgerlich. Dann liebe ich das hier. Samuel ging hin, um einen neuen König zu salben, und alle Brüder wurden hereingebracht, und keiner von ihnen war der Richtige. Dann brachten sie schließlich David herein. Man hätte denken können, dass Samuel ihn beiseite nehmen könnte, um die Gefühle der anderen Brüder nicht zu verletzen. Man will nicht, dass sie sich schlecht fühlen, weil sie abgelehnt wurden. Oh, ich liebe das. Das ist der Grund, warum ich das tue, weil ich so viel Spaß am Predigen habe.
Vers 13, 1. Samuel 16, 13. Dann nahm Samuel das Horn voll Öl und salbte David mitten unter seinen Brüdern. Setzte ihn, diesen kleinen, dürren, Schafe hütenden kleinen Bruder, mitten unter all diejenigen, die abgelehnt worden waren, und goss das Salböl über ihn, machte ihn zum König und ließ sie zusehen. Kommt schon! Kommt schon! Vielleicht musst du gerade jemand anderem zusehen, aber eines Tages wirst du zum König gesalbt und jemand anderes muss zusehen. Lass es uns noch besser ausdrücken. Viele von euch sind bereits gesalbt, um König zu sein. Aber ihr müsst erkennen, dass David 20 Jahre, nachdem er gesalbt wurde, nicht die Krone trug. Er verbrachte diese 20 Jahre in Höhlen auf der Flucht vor einem Verrückten. Oh Junge, ich sehe, ihr seid gleich am Ende. Ich sollte zum Schluss kommen. Ein letzter Gedanke hier. Rahel und Lea. Hattet ihr jemals Geschwisterrivalität? Warst du jemals die Art von fluffiger Schwester, die eine schlanke Schwester hatte? Ich sehe solche Situationen die ganze Zeit. Eine Schwester ist so süß, sie tropft Zucker, wenn sie den Mund öffnet. Sie vergisst zu essen. Die andere Schwester liebt den Kühlschrank. Okay, kommen wir dazu. In Genesis 29 gab es zwei Schwestern, Lea und Rahel. Jakob liebte Rahel, aber Lea war die Älteste und er blieb bei ihr hängen. Er musste 7 weitere Jahre für Rahel arbeiten. Aber das Amüsante in der Bibel ist, dass Lea trübe, schwache Augen hatte. Ich denke, das ist eine wirklich göttliche Art zu sagen, dass sie einfach nicht besonders hübsch war. Vielleicht sogar regelrecht hässlich, ich weiß es nicht. Im selben Vers hatte Lea trübe, schwache Augen und Rahel war schön. Jetzt hör zu. Denn das ist so gut. Aber einige der Dinge, die also, letztendlich hatte Jakob beide als Frauen, eines der Dinge, die damals für Frauen extrem wichtig war, war Kinder und einen Erben für die Blutlinie zu haben. Die Bibel sagt, dass Lea 7 Kinder gebar und Rahel zusehen musste und sie während dieser ganzen Zeit nie eines hatte. Später bekam sie zwar 2, aber erst nach vielen, vielen Jahren. Sie hatte die funkelnden Augen, bekam aber keine Babys. Lea hatte die trüben, schwachen Augen, bekam aber die Babys. Lasst mich euch etwas sagen. Was auch immer du nicht hast, Gott wird dir etwas anderes geben, um es auszugleichen. Kommt schon! Was auch immer du nicht hast, Gott wird dir etwas anderes geben, um es auszugleichen. Hier ist, was ich erkannt habe. Jeder bekommt etwas und jeder bekommt nicht etwas. Ich kann predigen, aber ich kann nicht singen. Ich kann eine weltweite Organisation leiten, aber ich sage euch was, selbst meine Strichmännchen, wenn ich sie zeichne, sind gruselig. Wir alle haben Dinge, die wir tun können und Dinge, die wir nicht tun können. Wir alle haben Dinge, in denen wir gut sind und Dinge, in denen wir nicht gut sind. Wir alle haben Stärken, wir alle haben Schwächen. Und lasst mich euch etwas sagen, es ist gut zu wissen, was man tun kann, aber es ist noch besser zu wissen, was man nicht tun kann.
Mach dich nicht zum Narren, indem du dein Leben damit verbringst, etwas zu sein, was du nicht bist. Um etwas zu beweisen, was du nicht einmal beweisen musst, komm schon, gib Gott ein Lob. Amen, 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 Amen. Was machst du, wenn Gott dich nicht auswählt? Du vertraust ihm. Du sagst, Gott, ich weiß, dass du niemals etwas tun würdest, es sei denn, es dient meinem letztendlichen Wohl. Ich bin nicht bei dir, Gott, um zu bekommen, was ich will. Ich bin dabei für das, was du willst. Und also, wenn ich nicht bekomme, was ich will und es besser für deinen Plan herauskommt, dann danke Gott, dass du mir nicht gegeben hast, was ich wollte.